Es ist unglaublich, wie viele Leute sich in den letzten 50 Jahren gegen dieses Projekt ausgesprochen haben. Bitte, das sind drei Teile. Dann gibt es nur noch den Schriftzug, der ist komplett rot. Ja, wir wissen heute so viel mehr über die Natur, dass wir von Glück reden können, dass unsere Eltern und Großeltern sich schon gegen dieses Projekt engagiert haben. Wir sind in einer Region, wo es Autobahnen ohne Ende gibt und um wir jetzt von Hemer nach Neheim 7 Minuten mehr oder weniger brauchen, ist echt egal, wenn man beachtet, was dafür geopfert wird. Wenn man Enkelkinder hat, und ich habe eine kleine Enkelin, dann macht man sich häufig Gedanken darüber, was man ihnen hinterlässt. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass man ihnen eine enkelgerechte Zukunft hinterlässt. Wir wissen heute so viel mehr über die Natur. Es ist einfach Unsinn, an 50 Jahre alten Plänen festzuhalten. Alles, was wir wollen, ist, dass nochmal wirklich kritisch nachgedacht wird, ob diese Autobahn wirklich erforderlich ist. Ja, wir legen hier gerade eine Straße ins Feld, die nie auf diesem Feld gebaut werden soll. Das zeigt mal, wie eine Autobahn oder eine Bundesstraße hier an dieser Stelle in Östbahn aussehen würde, wenn sie denn wirklich realisiert werden sollte. Das wollen wir natürlich nicht.